Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Immortal Love, ein Funken Talent. Ja, es geht jetzt bärig weiter und ja, mal schauen, ob wir ihn auch retten können. Schön wäre es. Geschenke vom Radcliffe Theater für die Zuschauer, Bärenmünzen gegen leckeres Obst. Ich klaue mir erstmal die Waage. Wir brauchen Bärenmünzen. Sonst bekommen wir kein Obst. Was hat er hier? Die klaue ich erstmal den Helm. Ich nehme das erstmal alles mit. Wir brauchen einen Spezialreiniger. Hier wird auch nicht sauber gemacht, wa? No, go away. Leave me alone. Please, help me. Ich bin doch schon da. Rette den Verkäufer. Aber erstmal sammle ich die Drachen ein. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Das habe ich einfach mal so angeklickt. Und hier hat sich auch was verändert. Ich helfe dir gleich. Ich gucke mich erstmal um. Erstmal schaue ich mich um. Diamantring und zwei Helme. Da fehlt ein Stück. Ein Musterstück. Was hast du hier Schönes? Ach nee. Brauchen wir die Waage dafür? Erstmal nehme ich das mit. Das. Ja, die Waage wollte ich ja hinstellen, aber ich durfte ja eben nicht. Hier fehlt ein Gewicht. Gewichte habe ich jetzt aber nicht. Er wird von diesen garstigen Rahmen angegriffen. Ja, die Rahmen, die sind hier immer wieder sehr lästig. Das kann ich hiermit öffnen, ne? Der Bärenritter ist der Held von My Town. Vor Jahren besiegte er den stärksten Krieger einer angreifenden Armee im Kampf und rettete so die Stadt. Seitdem veranstalteten die Einwohner der Stadt Turniere und Aufführungen zu Ehren seines Sieges. Nur der würdigste Einwohner der Stadt erhält die Ehre, den Bärenritter zu spielen. Naja, da kommen wir jetzt auch nicht mehr ran. Eine winzige Halskette habe ich jetzt. Hier fehlen Dinge. Warte mal, die Helme. Tausche die Verzierung der Helme aus, um sie dem jeweiligen Farbschema anzupassen. Ah ja, das läuft der rote hier und das ist einfach der gelbe. Wunderbar. Was ist das? Ah ja, deine Halskette. Der Legende nach kann man den Fluch des großen Ariman des Rahmenkönigs mit Hilfe eines speziellen Tranks brechen. Das Rezept für diesen Trank wurde in der Antike auf einem Wandteppich gewebt und versteckt, damit Ariman es nicht vernichten konnte. Aha. Okay. Irgendwas müssen wir hier tun. Ich gehe mal raus. Ich gehe erstmal raus. Zügel, sind die für dich? Warte mal. Wieso nicht? Sie ist ein wenig nervös. Beruhigst du dich, wenn ich dir eine süße, saftige Leckerei gebe? Ich habe nichts mehr. Mein Keks hat die Maus gegessen. Die Menge steht zu dicht gedrängt, um hindurchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, da müssen wir noch irgendwas tun. Ich wollte das schließen, Mensch. Ne, warte mal. Das gehört da rein, ne? Und jedes Symbol seinen Anhänger zu. Der gehört da rein. Der gehört da rein. So. Und das tauschen wir auch nochmal. Also die Rätsel sind relativ einfach gehalten, muss ich sagen. Da ist jetzt nicht wirklich, ja, was Schweres dran. Also, es geht eigentlich, ne? Auch Bärenmarken. Aber das sind nicht die Bärenmarken, ne? Da gehört was anderes rein. Ich brauch so Bärenmünzen. Da fehlt mein Gewicht. Magisch. Nee. Kannst du ihm helfen? Fernglas, Clown, Werkzeuge, Farben, Glasscherben.
Oh, was brauche ich denn jetzt hier schon wieder? Da brauche ich Bärenmarken. Zurück kann ich nicht. Und das müssen wir noch sauber machen. Sonst wird es nichts. Du willst irgendwie was. Ich gehe davon aus, du willst einen Apfel oder sowas haben. Hm. Wo geht's denn schon wieder weiter hier? Da gehört so ein Musterstück rein. Das ist nicht das, oder? Nee. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Und da fehlt ein Gewicht. Zügel. Ach Gott, was müssen wir denn machen schon wieder? Was müssen wir denn schon wieder machen? Ich weiß es gerade nicht. Wirklich nicht. Werkzeuge. Clown. Verzweiflungstaten. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich dachte, das kann da rein. Aber wahrscheinlich erst, wenn, ja, sie mir vertraut. Oder er. Bärenmarken. Habe ich irgendwas nicht richtig gelesen? Ja, die meinen so ein Musterstück, glaube ich. Ach, hier ist noch was. Und ein zweites Ritterfigürchen. Ja, das kriege ich aber trotzdem nicht sauber. Ist ja schön, dass ich jetzt weiß, dass ich eine Bürste habe, aber... Ja, jetzt habe ich eine Bürste. Okay, da ist doch noch was. Wo war das jetzt? Da unten. Da konnte ich noch hinklicken. Ich habe immer auf ihn geklickt. Wieso nicht? Ach, die Glasscherben fehlen. So. Jetzt aber bitte. Male das Fenster entsprechend der Anleitung an. Also manchmal ist es zu Mäuse melken. Mische Farben, um Farben zu erhalten, die du noch nicht hast. Was brauchen wir denn? Brot haben wir aber schon, ne? Das ist ein Umhang. Hier so vorne. Blau habe ich auch schon, dann benutze ich das mal. Wir malen ein bisschen. Was haben wir noch? Irgendwas? Grün haben wir noch, ne? So, das da. So. Ich weiß gar nicht, ist das weiß? Oder ist das... Wie mische ich das denn? Warte mal. Achso. Das ist jetzt so hellblau, ne? Habe ich das richtig gemischt? Ich weiß nicht, ob das hellblau sein soll. Ich glaube aber schon. Bin ich jetzt der Meinung? Bin ich jetzt der Meinung? Muss ich denn jetzt mischen? Wie mische ich das? Ah, jetzt. Jetzt ist es braun. Das mit dem Mischen ist manchmal ein bisschen seltsam gemacht. Nein, das wollte ich gar nicht. So. So. Und die Hände. Das Gesicht. Ah, warte mal, da fehlt noch was vom Umhang. Jetzt haben wir's. Ah ja. Das Mischen war ein bisschen seltsam gemacht, aber es hat irgendwie geklappt. Tausche die Platten aus und setze das richtige Muster zusammen. Tja, die Frage ist... So soll's aussehen. Dann haben wir ein Wimmelbild. Okay, da haben wir mal wieder so ein... Ja, ein klassisches Wimmelbild, wie man es kennt. Zwei Mädchen. Ach so. Irgendwo ist noch eins. Vorstellung der Bärenritter. Zum Gedenken an die Rettung der Stadt durch den Bärenritter präsentiert das Red Cliff Theater eine einmalige Aufführung von der Bärenritter. Beeilen Sie sich, noch gibt es Karten. Aber bald nicht mehr. Einiges ist auch versteckt hier. Das gehört dahin. Müssen wir erstmal ein bisschen einsetzen hier, ne? Dann haben wir das Diadem. So.
Haben wir noch den Handschuh? Einen Kerzenhalter brauchen wir auch noch. Gott, was ist denn das für ein Pinsel hier, sag mal? Das ist ja ein Monster. Das ist ja ein Monster. Brauche ich eigentlich noch einen Kerzenhalter? Einen Kerzenhalter sehe ich noch nicht. Noch ein Mädchen, Muschel, Rose und Schleife. Und das andere ist irgendwie versteckt. Da haben wir eine Glasscherbe. Da auch. Ist hier irgendwo... Da gehört irgendeine Blume rein, ne? Und was ist das? Da haben wir ein Amulett. Der Hammer ist zerbrochen. Die Hälfte scheint zu fehlen. Ist das der Hammer? Da brauchen wir noch irgendwas, ne? Der Verschluss dieser Geldbörse ist abgebrochen. Ich brauche etwas, um sie aufzuhebeln. Weiß ich nicht, hier sowas? Das geht nicht? Nee. Es würde bestimmt damit gehen. Ich glaube schon. Das ist eine Halskette. Naja, wer es mag, ne? Wer es mag, das hat nicht geklappt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da sind auch irgendwelche Münzen. Wofür ist denn die Münze jetzt? Wir brauchen so eine Blüte. Das nehme ich erstmal mit. Das war eine Schleife. Die Rose, die ich vorhin schon gesehen habe, habe sie bloß noch nicht mitgenommen. Bin ein bisschen abgelenkt, weil ich nach der Blume Ausschau halte, die ich aber irgendwie gerade nicht finde. Und wir brauchen auch noch eine Glasscherbe. Da ist sie. Dann können wir auch den Spiegel endlich mitnehmen. Was ist das? Das Teil da. Ah ja, das dafür. Und einen ollen Kerzenhalter brauchen wir immer noch. Wer hat den versteckt? Er ist gut versteckt scheinbar. Denn ich selber nehme ihn nicht wahr. Da ist eine Katze. Aber die brauchen wir leider nicht. Was ist das? Und wo ist diese Blüte? Ein Schmetterling ist auch noch irgendwo. Oder ist das der Schmetterling? Wo ist diese Blüte? Das gibt's ja nicht. Ich finde sie nicht. Das ist keine Blüte. Sicher, dass das nicht dafür ist? Nee. Aber wofür ist das dann? Ich probiere das jetzt alles mal eben aus. Ach so, die Münze. Eine Einladung. Und da ist die Kutsche drauf. Aha. Na dann, ich lasse es jetzt mal so durch. Aber wofür ist das dann? Ist das dafür? Aha. Warte mal. So. Ja, die gehört da rein. Darum habe ich sie auch nicht gesehen. Ich brauche immer noch den Kerzenhalter. Wisst ihr das? Ich brauche immer noch den Kerzenhalter. Wo ist der denn? Das da? Nee. Das ist kein Kerzenhalter. Er ist aber so hässlich wie ein Kerzenhalter. Und eine Muschel. Da ist die Muschel. Die habe ich jetzt gesehen. Aber der Kerzenhalter ist immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Das könnte ein Kerzenhalter sein. Aber er will nicht. Wo ist der Kerzenhalter? Ist ein Parfüm? Ich sehe keinen Kerzenhalter. Wo ist er denn?
bin blind. Heute bin ich wieder El Blindo. Ich weiß nicht, wo der olle Kerzenhalter ist. Da steht Kerzenhalter. Da steht nichts anderes. Ah, da habe ich schon raufgeklickt. Das ist auch kein Kerzenhalter. Das sind Parfüms. Aha. Ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach gedruckt, weil... Ja. Das war also unser Kerzenhalter. Fragt mich nicht. Kämpft. Fight. Oh, Freiheit. Thank you for your help. I'd like to thank you. But I can barely even see you with these broken glasses. I don't suppose you could help me fix them? Mal schauen. Ja, wir haben ein bisschen Tageslicht reingelassen und dann waren diese Viecher weg. So schnell. Ich brauche Ersatzlinsen. Hier vielleicht von. Und Werkzeug. Warte mal. Nein, du wartest jetzt mal. Ich muss das reparieren. Ich bin jetzt Optiker. Hilfe. Ach Mann. Ich drücke immer raus. Ich sollte die Werkzeuge benutzen, um sicherzustellen. So, da. Dein Zwicker ist fertig. Thanks again. As a sign of gratitude, I'd like to give you a polishing set. Free of charge. Except those crows made such a mess. Could you help me find it? Tja, bist du zufrieden mit deinem Zwicker? Zufrieden mit meiner Arbeit? Dann bewerte mich bitte. So, jetzt haben wir hier ein Gewicht. Die könnte ich benutzen, um die Zutaten für eine spezielle Politur abzuwiegen. Mhm. Und was brauchen wir dafür? Panzerhandschuh. Hier haben wir jetzt nochmal ein Wimmelbild, ne? Ja. Die habe ich vorhin schon gesehen. Diesen Ring kann man aufschließen. Wie ungewöhnlich. Aha. Wie aufschließen? Brauche ich jetzt einen Schlüssel? Ah ja, schaut mal her. Was ist das? Ich erkenne es nicht richtig, was das da sein soll. Da ist ein Korken. Da ist ein Schlüssel drin. Wahrscheinlich brauchen wir den dafür. Eieieiei. Was soll ich jetzt damit machen? Aha. Was hat das jetzt bewirkt? Ah, das ist eine Uhr. Aber das brauche ich alles momentan noch nicht. Irgendwie. Da gehört irgendwas drauf. In diesem Globus ist Platz für ein winziges Figürchen. Das nehme ich mal mit. So. Ein Figürchen. Die Katze? Nö. Schade. Ich dachte, ich darf die Katze mitnehmen. Ach, das ist ein Fernglas. Gott. Ein Fernglas des Grauens. So, jetzt darf ich das auch mitnehmen. Jetzt darf ich die Schale mitnehmen. Die Katze. Wir dürfen die Katze mitnehmen. Da habe ich eben schon die ganze Zeit drauf gewartet. Da ist so ein Füller, ne? Füller, Kelch. Da ist irgendein Füßchen. Da. Das gehört zum Kelch. Eine Schere. Warte mal, kann ich das... Nee. Das kann ich für irgendwas anderes benutzen. Aha. Ich dachte, ich brauche einen Korkens hier. Nee, dem ist nicht so. Wir brechen es einfach in zwei. Dann geht's auch. Ist das eine Schere? Das ist die Schere. Ein Springer? Ah ja, da ist der Füller jetzt. So. Okay. Wo ist denn der Springer? Den haben wir... Ah, da. Da ist der Springer. Und jetzt brauchen wir so eine Figur oder so, ne? Irgendwas konnte ich hier nehmen. Wunderbar, da haben wir's. Chemikalien. Ist das dafür? Ich muss die Zutat mit einer Waage und Gewichten abmessen. 2.
1 plus 5 soll das wahrscheinlich heißen. So. Nee, es ist zu schwer. 3? Das passt nicht, ne? 1 plus 5 sind 6. Ist das zu schwer? Ach so. Ah. Mhm. Alles klar. Dann. I've heard of an ancient legend, but I don't believe in magic, to be honest. I saw a similar tapestry near Radcliffe Castle, but it was shabby and full of holes. So. Da quatscht er mir einfach da wieder rein. So, wir haben die Politur. Das ist nämlich für das Schild, ne? Wahrscheinlich. Und nochmal ordentlich schrubben. Wie neu. Wunderbar. Ja, dir fehlt ein Arm. Hier. Bitteschön. Vielleicht kann ich Licht auf die Bühne leiten, um ihn zu blenden. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Das nehmen wir dann mit. Und dann haben wir die volle Aufmerksamkeit, hoffentlich. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Eure Inori Elpi.